Herzlich willkommen zur 34. Folge von Talking Purpose – Wirtschaft neu denken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketing-Strategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit dem Podcast wollen wir spannende Insights, Erkenntnisse und Erfahrungen rund um Corporate Purpose vermitteln, mit falschen Vorstellungen und Mythen aufräumen und damit mehr Unternehmen motivieren, das Streben nach Profitabilität mit ökologischer und sozialer Verantwortung zu verbinden. In den Gesprächen erhaltet ihr wertvolle Einblicke und konkrete Hinweise für die eigene Praxis. Lasst euch inspirieren von mutigen Vordenkern, unangepassten Pionieren und Machern aus etablierten Unternehmen genauso wie aus der Start-up-Szene, die eindrücklich zeigen, welche vielfältigen Beiträge purpose-orientiertes Wirtschaften leisten kann. Mein Gast heute, Malte Schremmer. Er ist Gründer und Chief Shit Advisor von Goldeimer, einer gemeinnützigen GmbH im Viva Con Aqua Kosmos, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen für Themen rund um das Klo zu begeistern und zu sensibilisieren und so die Sanitärwende mit zu initiieren und zu unterstützen. Aber grundsätzlich geht es, glaube ich, darum, auch einfach zu erkennen, wir leben auf einem Planeten und der ist endlich und der hat endliche Ressourcen und wir können diese Ressourcen nicht die nächsten 200 Jahre weiter ausbeuten. Deswegen müssen wir kreativer und einfallsreicher werden und alle Geschäftsmodelle, die auf Ausbeutung, ob das nun von Personen oder von Umweltfaktoren ist, finde ich ehrlich gesagt höchstgradig langweilig. So, das ist halt ein bisschen witzlos und die spannende Herausforderung ist doch, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die eben beides können und das integrieren. Im Podcast erfahrt ihr, wie Malte durch eine Reise nach Burkina Faso auf die für 4 Milliarden Menschen weltweit prekäre sanitäre Situation aufmerksam geworden ist und warum und mit welchem Ziel Malte daraufhin das Unternehmen Goldeimer gegründet hat. Hört von Malte, warum das alte Plumpsklo unbedingt eine Renaissance erfahren sollte, warum es für Malte selbstverständlich ist, mit anderen Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu kooperieren und was passieren muss, damit menschliche Fäkalien in Deutschland nicht als Abfallstoff, sondern als recyclingfähiges Material behandelt werden können. Wir sprechen über Nachhaltigkeitsstrategien von Start-ups und von etablierten Unternehmen, über die Herausforderungen in der Vermarktung von Nachhaltigkeitsinitiativen und über Greenwashing von Unternehmen, die ohne wirkliches Konzept auf den Zug aufspringen wollen. Freut euch auf viele konkrete Insights meines Gasts, die insbesondere für etablierte Unternehmen, für die Nachhaltigkeit häufig eine größere Herausforderung darstellt als für Gründer, inspirierend und wertvoll sind und die eindrücklich zeigen, dass nachhaltiges Wirtschaften mit den entsprechenden Ideen und dem nötigen Commitment jederzeit möglich ist. Herzlich willkommen, Malte. Hi, Annette. Grüß dich. Super, dass du hier bist. Ich freue mich. Wir haben ein tolles Thema, ein Thema, über das man sonst nicht so viel spricht. Und ihr habt euch zum Ziel gesetzt, dass es ein salonfähiges Thema wird, weil ihr verbindet ganz viele Ziele mit diesem Thema. Und ich fange mal, bevor ich jetzt mit der Tür ins Haus falle, damit an. Du bist Chief Shit Advisor von Goldeimer. Was hat dir zu diesem Titel verholfen? Was macht Goldeimer? Stell doch bitte einmal dich und das Unternehmen vor. Ja, den Titel habe ich mir ausgedacht. Ich fand den irgendwie gut. So, ich fand irgendwie den Begriff CEO, CTO, CFO, was da so in der Startup-Bubble oft so rumschwirrt, irgendwie für einen Fünf-Mann-Betrieb, Fünf-Personen-Betrieb irgendwie nie so ganz passend und angemessen. Und deswegen dachte ich, ich nenne mich mal Chief Shit Advisor. Das kommt dem, was ich tue, vielleicht am nächsten. Na, außerdem hat man ja sofort immer einen Anknüpfungspunkt, oder? Ich glaube, ich werde ja bestimmt super. Nicht die Erste sein, die danach fragt. Ist ein schöner Eisbrecher um so ein Gespräch. Also gerade wenn es um Toiletten und dieses Thema geht, ist es eigentlich immer ein schöner Start, um direkt loszulegen und nicht groß ums Thema drumherum zu reden. Genau, und ich arbeite seit 8 Jahren für Goldeimer und habe das Projekt 2013 mit einigen Freunden ins Leben gerufen. Und wir setzen uns mit Goldeimer dafür ein, dass Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu einer gesicherten Sanitärversorgung haben. Mhm. Und das eben vor allem vor dem Hintergrund der Herausforderung des Klimawandels, dass wir eben auch von einer Sanitärwende sprechen. Das heißt, die Sanitärkonzepte, die wir entwickeln, die drehen sich vor allem um dezentrale Lösungen, um anschlussfreie Lösungen, um wasserlose Lösungen.
Und die Biomasse, die wir sammeln, die wollen wir in einen Kreislauf zurückführen, damit perspektivisch unsere Ausscheidung wieder zu einem fruchtbaren Humussubstrat werden, das man landwirtschaftlich wieder ausbringen kann und darauf eben auch wieder Nahrung anbauen kann, um einen natürlichen Kreislauf wieder zu schließen. Und Hast du schon den ganz großen Bogen geschlagen. Ihr seid ein Unternehmen, ihr gehört zum Viva Con Aqua Kosmos. Ihr seid eine gemeinnützige GmbH und habt euch auch unter dem Dach von Viva Con Aqua gegründet. Ist das richtig? Ja, genau. Also ich habe in meiner Zeit vor Gold einmal schon viele Jahre ehrenamtlich mich für Viva Con Aqua engagiert und auch außerhalb von Hamburg die ersten ehrenamtlichen Crews mit aufgebaut. Und das war einfach naheliegend, als dann diese Goldeimer-Idee kam, das da eben mit zu integrieren und zu sagen, zusammen sind wir auf jeden Fall stärker und können mehr bewegen, als wenn wir da jetzt mit unserem kleinen Projekt quasi versuchen, alleine durchzustarten und loszulegen. Und da hat Viva Con Aqua uns natürlich eine riesen Starthilfe gegeben mit sehr viel Netzwerk, mit sehr viel Kontakten. Und lief das von Anfang an eigentlich sehr gut zusammen und sehr, sehr symbiotisch. Der Anfang, der ist irgendwie ausgelöst worden bei einer Reise nach Burkina Faso, und zwar deinem eigenen persönlichen Erlebnis. Was hat dich dazu gebracht, sich diesem Thema so ganz zu verschreiben? Weil ich glaube, man kann sagen bei dir, und das werden unsere Hörer im Laufe des Gesprächs auch noch merken, das ist bei dir kein Job, sondern das ist doch sehr viel mehr Leidenschaft, Lebensaufgabe, fast Berufung. Und da das Thema ja nicht so, ich glaube, wenn ich jetzt, ich mache viel Berufsberatung für junge Menschen, ich glaube, da würde das nicht als Oberstes auf der Liste stehen. Wie bist du dazu gekommen? Ja, also ich hätte ja auch nicht gedacht, während meines Studiums, dass ich irgendwann mal mich sehr viel und sehr intensiv mit Toiletten und mit Fäkalien von Menschen beschäftigen werde. Aber eben durch diese Reise nach Burkina Faso wurde das für mich überhaupt erstmal Thema, sag ich mal. Also ich war damals 26 und ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, was eigentlich mit meinen Ausscheidungen passiert. Also ich sitze halt seit 26 Jahren zu Hause auf meiner Keramikschüssel und drücke irgendwann diesen Spülknopf und dann wird das mit Wasser weggespült und was passiert dann eigentlich damit? So, und die Frage habe ich mir nie gestellt und dann war ich eben auf dieser Reise in Burkina Faso und da gibt es überhaupt gar keine Spültoiletten. Da gibt es Also es gibt dort Toiletten, das sind aber andere Toiletten und ich habe mich halt damals mit irgendeinem Infekt habe ich mir reingeholt, habe starken Durchfall bekommen, bin sehr stark dehydriert und habe dann in dem Moment irgendwie angefangen, mir einfach mal Gedanken darüber zu machen, wie konnte dieser Infekt eigentlich in meinen Körper gelangen, was halt über verunreinigtes Trinkwasser höchstwahrscheinlich passiert wird oder eben über andere Vektoren. Und da habe ich halt angefangen, mir Gedanken über Toiletten zu machen und auch über die Wichtigkeit von Toiletten. Und wenn man da einmal so ein bisschen, ich sag mal, ins Kaninchenloch reingeht, dann kommt man so schnell nicht wieder raus, weil sich halt hinter dieser Toilette einfach so wahnsinnig viele Themen verstecken. So aus ökologischer Perspektive, aus gesundheitlicher Perspektive, sehr viele gesellschaftliche Themen stecken dahinter, dass das einfach unglaublich spannend war. Und ich da am Ball dran bleiben wollte. Also letztlich hat ein Durchfall dafür gesorgt, dass Goldeimer entstanden ist. Ich glaube, es ist unheimlich spannend, weil ich denke, wenn ich so mit Freunden spreche, die von Fernreisen zurückkommen, wir reden jetzt ja immer von vor Corona, als man noch Fernreisen gemacht hat, so einfach so. Das, was die meisten gesagt haben, was war denn das Schönste, wieder zu Hause zu sein? Eigentlich sehnt sich ja jeder zurück in die Ferne, aber ein sauberes Bad, eine ordentliche Toilette gehört mit Sicherheit zu den Themen, wo jeder sagt, oh, war ich froh, dass ich das wieder hatte. Das war bei mir aber übrigens schon in der Schule so. Also ich bin in der Pause mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, weil ich ein Heimscheißer bin, weil ich die Schultoiletten auch Heimscheißer, das habe ich auch noch nie gehört, nicht, das Wort. Das ist ja cool. Also ich finde, Schultoiletten ist auch immer noch ein Riesenproblem in Deutschland, unerträglich. Also es ist nicht nur so, dass in anderen fernen Ländern diese Sanitärsituation miserabel ist, sondern eben auch
hier in Deutschland sehr viele Probleme damit einhergehen. Ja, das finde ich auch ein Megathema, ist für mich auch völlig unbegreiflich, dass ich lebe ja auch in Hamburg, dass man hier und habe Kinder in verschiedenen Schulen, dass es keine einzige nicht stinkende Schultoilette gibt, ist mir ein absolutes Rätsel. Aber gut, das ist noch ein ganz anderes Thema, Bildungsmisere Deutschland. Was habt ihr als erstes gemacht? Wie bist du an das Thema dran gegangen? Weil das ist ja ein Riesenthema. Ich glaube, wie ist das, 2 Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zugang zu einer richtigen Toilette, soweit ich doppelt informiert so viele. Bin. Doppelt also so viele, 4 Milliarden. Man spricht von über 4 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu einer gesicherten Sanitärversorgung heißt. Das heißt, die Menschen haben vielleicht eine Toilette, aber das, was danach passiert, also die Entsorgung, / Verwertung, die ist nicht sichergestellt. Und das sorgt halt häufig dafür, dass die Keime, die in unseren Ausscheidungen enthalten sind, ins Grundwasser gelangen, ins Trinkwasser gelangen, dort halt eben wieder zurück übers Kochen, übers Händeschütteln wieder zu uns zurückkommen und Menschen halt davon krank werden. Und was ich damals gemacht habe nach dieser Reise, ich hatte noch eine Bachelorarbeit offen und habe die eben über kreislauforientierte Sanitärsysteme geschrieben und mich da eben vor allem fokussiert auf Großveranstaltungen in Deutschland, weil mein damaliger Professor mir damals sagte, klar, du kannst jetzt irgendwie auch über Sanitärversorgung in Westafrika was schreiben, aber das landet halt in der Schublade und das ist doch mal wirklich ein praxisnaher Anwendungsfall und nimm das doch mal unter die Lupe. Und so bin ich dann eben auch erst auf den Gedanken zu kommen, mal zu hinterfragen, wie unsere Sanitärversorgung in Deutschland eigentlich strukturiert ist. Also wie ist überhaupt die Kanalisation entstanden? Was steckt da historisch hinter? Warum spülen wir mit Wasser? Was hat das für Folgen? Und einmal eingetaucht ist das natürlich ein Riesenthema. Dann merkt man natürlich auch schnell, dass da Handlungsbedarf besteht. Wenn wir eben auch die Klimaziele gemeinsam erreichen wollen, dann können wir nicht nur den Energiesektor betrachten oder den Mobilitätssektor, sondern wir müssen auch den Sanitärsektor unter die Lupe nehmen. Und da besteht großer Handlungsbedarf. Absolut. Ihr habt ja dann mit Großveranstaltungen, mit Festivals genau genommen, auch faktisch angefangen. Ihr habt Trockentoiletten entwickelt. Was versteht man darunter und was ist da dran anders? Also eine Trockentoilette, sag ich immer, ist absolut keine Raketenwissenschaft. Es ist eigentlich eine No-Technology. Die funktioniert eigentlich nur mit Schwerkraft. So, also man setzt sich ganz normal auf die Toilette und darunter steht ein Eimer und nach seinem Geschäft streut man mit einem Becher Hobelspäne ab. Also ein ganz simples Prinzip, überhaupt nicht komplex. Der Clou an der Sache ist das eigentlich, was wir danach damit machen. Also wir sammeln das und das alte System Plumpsklo. Wie man das ganz normal. Eigentlich haben wir das alte System Plumpsklo. Also wofür eigentlich sind die Späne gut, die man da drauf tut? Die sind zum einen geruchsbindend. Es macht den Aufenthalt auf der Toilette angenehmer. Das ist der große Unterschied zu dem Plumpsklo, an die sich vielleicht die Generation 70+ noch stark erinnert. Also es ist einfach eine nutzerfreundliche Option und es hilft später auch beim Kompostierprozess. Also das, was die NutzerInnen nicht mitbekommen, das ist für uns eigentlich der spannende Teil, dass wir das eben nicht entsorgen und in die nächste Kläranlage bringen, wo es dann eben aufbereitet und verbrannt wird, sondern wir sammeln das und wir kompostieren das. Das heißt, die Nährstoffe, die in unseren Fäkalien enthalten sind, die werden recycelt und letztlich machen wir das, was eigentlich über Jahrmillionen auf der Erde schon immer stattgefunden hat. Wir schließen einen Kreislauf. Also wir denken nicht in Abfällen. Abfälle existieren in unserem System nicht und sorgen letztlich dafür, dass wir halt innerhalb der planetaren Grenzen auch eine Sanitärversorgung denken. Und aber so ganz einfach ist das mit dem Kompostieren ja noch nicht, habe ich gelesen. Da gibt es noch ziemlich viele Gesetze oder Regelungen, die das noch verhindern. Wo steht ihr denn da? Ich habe gelesen, ihr setzt euch auch sehr dafür ein, dass das mehr möglich ist bei uns. Aber im Moment gibt es doch da noch Probleme. Genau, also es gibt da in Deutschland, ich nenne es mal ein Regulierungsvakuum. Also das, was wir sammeln, ist per Gesetz einfach nicht definiert, weil wir eben unsere Fäkalien nicht in Verbindung mit Wasser sammeln. Und wir machen uns jetzt mit vielen anderen Partnern in den letzten Jahren dafür stark, dass diese Lücke geschlossen wird.
Wir haben unter anderem eine DIN-Norm mit verfasst. Wir haben wahnsinnig viel Forschung und Entwicklung betrieben mit verschiedensten Forschungsinstituten, mit Universitäten. Wir haben Laborproben eingereicht, um eben nachzuweisen, dass eine sichere Verwertung von menschlichen Fäkalien, die unter kontrollierten Prozessen aufbereitet ist, eben keine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellt, sondern vielmehr Mensch und Umwelt zugutekommen kann. Und das ist in Deutschland im Gesetz noch nicht geregelt und dafür setzen wir uns jetzt ein. Und hatten jetzt auch einen großen Erfolg, weil unter anderem im Koalitionsvertrag von der seit gestern stehenden Ampel auch mit drin steht, dass die Inhaltsstoffe aus Abwässern nicht unbedingt als Abfall bewertet werden müssen, sondern eben auch als Nährstoff betrachtet werden können, was recyclingfähig ist. Und das ist für uns natürlich ein großer Schritt in Richtung Sanitärwende. Und sag mal so ganz konkret auf die Vision, wie würde die ganz konkret aussehen? Was würdet ihr anstreben oder was strebt ihr an? Also unsere Vision für den deutschen Raum ist, dass wir einen Standard schaffen, dass andere Anbieter von mobilen Toiletten oder generell von Sanitärsystemen eben perspektivisch auf diese Pionierarbeit, die wir leisten, zurückgreifen können. Mhm. Dass eben verschiedene Abnehmer, also Kompostierwerke eben auch Flächen schaffen können, wo sie Fäkalkompost annehmen und verwerten können und wieder in einen Kreislauf zurückbringen können, dass wir da einfach Vorarbeit leisten, dass perspektivisch halt wirklich große Anbieter, also eine Firma wie Dixi zum Beispiel, ja, eben auch Teile ihrer Flotte auf Trockentoiletten umstellt. So, das ist unsere Vision für Deutschland. Und im globalen Kontext wollen wir irgendwann das Ziel erreichen, dass sich eben in Megacities wie Neu-Delhi, wie Kampala, wie in Addis Abeba, wo es überhaupt noch gar keine strukturierte, kontrollierte Sanitärversorgung gibt, diese dezentralen, kreislauforientierten Systeme durchsetzen. Und dafür haben wir eigentlich auf den Großveranstaltungen, auf denen wir in Deutschland sind, ich sag mal, eine schöne Testumgebung, wo wir sehr viel ausprobieren können, weil die Bedingungen für einen sehr kurzen Zeitraum natürlich trotzdem sehr ähnlich sind. Und das Wissen, was wir hier sammeln, das wollen wir perspektivisch eben auch im globalen Süden zur Verfügung stellen. Im Sinne von, wir stellen unsere Baupläne Open Source zur Verfügung, wir stellen unser Wissen zur Verfügung, wir stellen alle unsere Analysen zur Verfügung, dass sich Menschen, die sich auch mit dem Thema selbstständig machen wollen, die kleine Startups gründen wollen, eben nicht die 8 Jahre, die wir jetzt schon quasi da reingesteckt haben, dass die nicht bei 0 anfangen können, sondern schon vielleicht bei Stufe 5 von 10. Nochmal einen Schritt zurück. Du hattest ja eben gesagt, Idee ist, dass vielleicht auch so ein Großanbieter wie Dixi einen Teil der Flotte umrüstet. Seid ihr jetzt mehr, seht ihr Deutschland so als Testmarkt, um das, was du jetzt zum Schluss beschrieben hast, um eben in den Ländern, in denen die Sanitärversorgung wirklich auch noch ein riesiges Problem ist? Ich habe in Delhi auch mal sehr gelitten, weil ich keine Toilette finden konnte und einfach nicht wusste, wo ich hingehen soll in dieser Riesenstadt. Also das Thema ist, glaube ich, allen, die ein bisschen ferngereist sind, sehr bekannt. Aber ist euer Fokus, dass ihr hier in Deutschland einen Unterschied schaffen, machen wollt? Oder wollt ihr hier, wie du gesagt hast, lernen, forschen, sozusagen so kleine Baukastensysteme entwickeln, um dann in Ländern, in denen das Problem noch viel größer ist, sehr aktiv zu werden? Genau. Der Unterschied oder das, was ich da vielleicht rausstellen möchte, ist, wir sehen uns mit Goldeimer nicht als Sanitärdienstleister. Also uns geht es nicht darum, eine Monopolstellung mit Trockentoiletten zu erreichen. Also ihr wollt nicht, wenn ich da kurz einhaken darf, ihr wollt nicht der Konkurrent zu Dixi-Klo werden in Deutschland. Nein, wir wollen kein Dixi-Konkurrent werden. Wir wollen eher Dixi dazu anregen, auf ein nachhaltiges System umzustellen und eben auch ihren Beitrag, den sie definitiv leisten können, kreislauforientiert zu wirtschaften, da einfach einen Anstoß geben. Also wir sehen uns da tatsächlich eher als eine Art Pionierunternehmen, die andere größere Unternehmen inspirieren will und zeigen will, dass man es halt auch anders machen kann, ohne auch wirtschaftliche Verluste einzufahren, sondern dass das tatsächlich auch ein Markt ist, wo man in Zukunft auch eine ganze Menge Geld mit neuen Geschäftsmodellen verdienen kann. Aber wir als Goldeimer sind eigentlich eher... Sprechen die mit euch, Entschuldigung, das muss ich gerade mal nachfragen, sprechen die mit euch, die Dixis dieser Welt, oder sprecht ihr mit denen? Gibt es da schon irgendeinen Kontakt? Ja, klar, also Dixi hat, also wir haben ja auch noch ein eigenes Goldeimer-Klopapier und Dixi hat das teilweise auch schon in ihren mobilen Kabinen mit drin. Die finden unseren Ansatz spannend, also
Wir haben da auch auf den Festivals schon zusammengearbeitet. Das ist jetzt nicht die Situation, dass da irgendwie eine Art von Konkurrenz entsteht. Also wir finden Dixie auch nicht schlecht. Also wir sagen nicht, Dixie-Klos sind scheiße und Goldeimer-Toiletten sind super, sondern halt eher, hey, da gibt's zwei Ansätze. Und der eine Ansatz ist halt vielleicht ein Ticken progressiver, ein bisschen experimenteller, während der Dixie-Ansatz halt auf eher konventionelle Methoden setzt. Aber das heißt ja nicht, dass man da gegeneinander arbeiten muss, sondern unsere große Hoffnung ist eigentlich, dass irgendwann wirklich ein großer Anbieter, der einen großen Hebel hat, sich uns zum Vorbild nimmt und das anwendet. Also das ist Teil unserer Vision. Also wenn wir sagen, Klos für alle, dann muss das heißen, wir müssen mit Firmen kooperieren, wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen Informationen zur Verfügung stellen, weil nur dann kann dieses Ziel ja wirklich erreicht werden. Und das ist eben auch immer mal wieder eine Herausforderung, so in dieser Art von Denke unterwegs zu sein. Ja. Aber am Ende des Tages eigentlich der viel schönere Ansatz, finde ich. Und wie macht ihr das jetzt zum Beispiel in Indien? Habt ihr da auch Kontakte? Seid ihr da schon aktiv? Was macht ihr da genau? Also vorrangig arbeiten wir in Deutschland. Da sind wir auch mit unserem kleinen Team noch sehr beschäftigt. Wir haben jetzt in den letzten 2-3 Jahren schon auch ein paar Überschüsse erwirtschaftet. Die leiten wir aber überwiegend weiter an Partner wie die Welthungerhilfe oder eben an Viva Con Agua, die vor Ort auch eine Expertise mitbringen, die Projekte umzusetzen. Also das ist noch nicht unser Steckenpferd. Wir waren vor 2 Jahren für einen kleinen Testballon in Addis und haben dort Toiletten auch gebaut und auch dort mit der Community vor Ort an einem Konzept gearbeitet. Und da gibt es jetzt auch Leute, die das weiter verfolgen. Und unsere Aufgabe sehen wir momentan eher darin, einfach Gelder rüberzuschicken, damit neue Materialien gekauft werden können und die Dinge weiter vorangetrieben werden können. Aber das ist so, ich sag mal, unsere Aktivitäten im Ausland, was eigene Implementierungsarbeit angeht, ist eher so ein Plan für die nächsten 5 Jahre. Also da waren wir die letzten 8 Jahre tatsächlich viel damit beschäftigt, hier erstmal unser Konzept zum Laufen zu bringen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch ein Riesenthema. Unter anderem habt ihr 2016, du hast es eben schon erwähnt, das Toilettenpapier Goldeimer auf den Markt gebracht. Was hat euch dazu bewogen? Was ist die Idee dahinter? Also wir haben ja angefangen, Toiletten auf Großveranstaltungen in Deutschland anzubieten. Und die finden halt im Regelfall zwischen Mai und September statt. Das heißt, wenn da wirklich eine langfristige Jobperspektive auch für mehrere Leute draus entstehen soll, dann ist eine saisonale Einnahmequelle eigentlich nicht so ganz zielführend. Haben wir dann auch nach 2 Jahren gemerkt. Ja. Und zum anderen erreichen wir halt mit einem Klopapier wahnsinnig viele Leute. Also auch nicht nur Leute, die auf Festivals unterwegs sind, sondern alle Menschen müssen früher oder später mal Toilettenpapier benutzen. Und das ist einfach ein wahnsinnig cooles Kommunikationstool. Also die Verpackung, die wir haben, ist halt eine der größten Verpackungen, die man im Supermarktregal finden kann. Absolut. Da ist sehr viel Fläche für Informationen drauf. Deswegen ist unser Toilettenpapier auch mit kleinen Claims und Logos und Informationen bedruckt. Weil auf Toilette ist man immer allein und man hat ein bisschen Zeit und man kommt ein bisschen zur Ruhe und vielleicht wirft dann der ein oder andere oder die ein oder andere auch mal einen Blick aufs Toilettenpapier und guckt, was da draufsteht und was dahinter steht. Weil das ist ja auch unser Ziel, Menschen überhaupt erstmal in Kenntnis zu setzen, dass es über 4 Milliarden Menschen auf der Welt gibt, die keinen Zugang zu gesicherter Sanitärversorgung haben. Das wissen hier in Deutschland ja einfach wahnsinnig viele Leute nicht und halten die Toilette für selbstverständlich, ist sie aber nicht. Und deswegen gibt es das Klopapier. Also zum einen für Kommunikation und zum anderen natürlich auch einfach als Quelle, um unsere Projekte und unsere Arbeit zu finanzieren. Das ist ja so ein bisschen ähnlich die Idee wie bei Viva Con Agua, hatte Caroline hier auch im Podcast erzählt, die Flasche als Kommunikationsfläche zu nutzen. Ist natürlich bei Toilettenpapier noch cooler, weil die Packung ist ja wirklich riesengroß. Und ich glaube, wir haben auch in den letzten Jahren nie so viel über Toilettenpapier gesprochen wie jetzt, als die Pandemie begann und zu Hause die Toilettenpapiertürmchen gebaut wurden. Was ist denn so das Feedback da aus der Branche? Ihr geht da ja auch in einen wahnsinnig etablierten Markt rein mit Riesenunternehmen wie Essity oder Ceva. Wie ist denn da so die Reaktion?
Werdet ihr da belächelt oder seid ihr ein Thema? Also ich glaube, unser Marktanteil von Toilettenpapier ist immer noch unter 0,1%. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und wir produzieren das ja auch nicht selber. Wir haben da einen Produktionspartner, die Firma Wepa aus Arnsberg. Die auch sehr bekannt ist für Papierprodukte. Das drittgrößte Unternehmen in Europa für Hygienepapierproduktion. Und die fanden die Idee am Anfang spannend. Und mittlerweile sind sie auch große Fans von Goldeimer und unterstützen uns da auch und freuen sich, dass sie halt auch mit Toilettenpapier die Welt ein Stück weit besser machen können. Und also dahingehend, ja, glaube ich jetzt nicht, dass wir da groß irgendwie ein Problem für andere Toilettenpapiermarken darstellen. Und es ist noch sehr nischig. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es irgendwann noch mehr Toilettenpapier wird und wir noch in mehr Haushalten und in mehr Supermärkten und in mehr Büros und Yoga-Studios landen. Aber so über die letzten Jahre haben wir da schon ganz gut was erreicht. Ja, bei uns im Büro seid ihr schon da. Da habt ihr es schon hingeschafft. Aber wir sind natürlich auch so ein bisschen die Kreativszene, wo so Themen wahrscheinlich noch ein bisschen schneller aufgenommen werden. Es ist natürlich recyceltes Toilettenpapier. Ich weiß gar nicht, ob vielen Menschen das bewusst ist, was für einen großen Unterschied es macht, welches Toilettenpapier hier man benutzt. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen darstellen? Ja, also man unterscheidet Toilettenpapier an Recyclingpapier und Zellstoffpapier. Und hinter dem Begriff Zellstoff, sag ich, verbirgt sich eigentlich der Baum. Also der wird gefällt und der wird direkt zu Toilettenpapier verarbeitet. Also eine maximal ineffiziente Nutzung von dem Baum. Baumes, ja. Und Recyclingpapier, da ist eigentlich das Endprodukt das Toilettenpapier. Und das hat vorher schon 6 oder 7 andere Leben in Form von Zeitungen, Akten etc. Durchlebt. Und damit ist halt die Ökobilanz einfach wesentlich besser. Und ich glaube, das Klischee, was Recyclingpapier anhaftet, dass es halt total rau ist und nicht weich, das muss man mittlerweile auch einfach entkräften. Also Recyclingpapier steht der Qualität von Zellstoffpapier nichts nach. Und also Appell an jede Person beim nächsten Toilettenpapiereinkauf, wirklich mal darauf achten, Recyclingpapier zu kaufen, weil damit kann man wirklich einen großen Hebel in Bewegung setzen. Und wo ich auch sage, wenn unser Klopapier da nicht liegt, dann bitte das andere Recyclingpapier nehmen, weil das macht schon einen Riesenunterschied, ja. Ja, ich glaube, da hat die Branche noch sehr mit zu kämpfen, dass die Anfänge ja wirklich furchtbar waren. Also es kennen vielleicht noch einige, also ich kenne es jedenfalls noch so vom Schulklo. Wenn das dann so recyceltes, einlagiges Klopapier war, das war wirklich furchtbar. Da ich hatte zwar nicht die Möglichkeit, weil ich zu weit weg von der Schule gewohnt habe, aber dein Begriff Heimscheißer, das kann ich mir da gut vorstellen, dass manch einer schon wegen dem Toilettenpapier gesagt hat, das tue ich mir einfach nicht an. Ich glaube, da muss auch noch viel sozusagen Testkäufe passieren, damit Menschen realisieren, dass das sich natürlich heute total verändert hat und dass die Qualität sehr, sehr, sehr vergleichbar geworden ist. Nur vielleicht halt die Farbe nicht, aber die sollte bei einem Toilettengang dann tatsächlich doch egal sein. Ich habe in einem Podcast mal gehört, dass ihr eine Vorbildrolle in der Wirtschaft übernehmen wollt. Worin besteht diese Vorbildrolle? Wofür braucht es in der Wirtschaft Vorbilder? Ja, ich glaube, die Art von Wirtschaft, die wir heutzutage kennen und in der wir uns bewegen, ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das heißt, es geht eigentlich nur noch um den maximalen Profit. Und viele Faktoren werden da einfach nicht mit einberechnet, die aber trotzdem Preis haben. Also es werden Menschen ausgebeutet, es werden Bodenschätze ausgebeutet, es wird die Umwelt ausgebeutet und zerstört. Und ich finde, eigentlich ist es eine schöne Herausforderung, auch aufzeigen zu wollen, dass man trotzdem ein Unternehmen aufbauen kann, was möglichst versucht, sich von diesen Praktiken zu entfernen und es besser machen kann und es kreislaufwirtschaftlich machen kann und fair machen kann. Und das ist, glaube ich, das, was wir als Vorbildfunktion vielleicht beschreiben, dass wir halt zeigen wollen, hey, es geht auch anders. Also man kann auch ein gutes Leben führen und in einem Unternehmen arbeiten
und nicht am Existenzminimum leben, wenn man diese Faktoren halt ausblendet und andere Faktoren, die einem ja auch im Alltag total wichtig sind, mit berücksichtigt. Und das ist der Versuch, den wir mit Goldeimer seit vielen Jahren fahren und eben versuchen, das aufzuzeigen. Ich glaube, es ist ein ganz großes Thema, weil ich immer wieder höre, sowohl von Unternehmen als auch von Menschen allgemein, dass sie sagen, naja, es kann ja jetzt nicht jeder in der Wirtschaft ein Sozialunternehmen sein. Also es muss ja auch was geschafft werden und es müssen ja Profite erwirtschaftet werden, um wieder andere Dinge machen zu können. Ich glaube, wo es noch sehr hapert, ist bei der Idee und dem Verständnis, dass Profitabilität und Gemeinwohl in einem machbar sind. Und ich glaube, ihr zeigt damit ganz schön, ich meine ja, die Profite, die ihr erwirtschaftet, gehen ja in gemeinnützige Projekte. Das heißt, ihr reinvestiert in Gemeinwohl. Genau, also wir sind vielleicht auch ein Extremfall. Also wir sind eine gemeinnützige GmbH. Es gibt bei uns keine privaten Ausschüttungen an Privatpersonen oder an Gesellschafter. Aber man kann ja auch durchaus ein ganz reguläres Unternehmen führen und dort auch Gewinne privat entnehmen und trotzdem nachhaltig wirtschaften und faire Löhne bezahlen. Also das schließt sich meiner Meinung nach gar nicht aus. Und man muss das jetzt nicht so machen wie wir und komplett auf Gewinnausschüttung verzichten. Aber grundsätzlich geht es, glaube ich, darum, auch einfach zu erkennen, wir leben auf einem Planeten und der ist endlich und der hat endliche Ressourcen und wir können diese Ressourcen nicht die nächsten 200 Jahre weiter ausbeuten. Deswegen müssen wir kreativer und einfallsreicher werden und alle Geschäftsmodelle, die auf Ausbeutung, ob das nun von Personen oder von Umweltfaktoren ist, finde ich ehrlich gesagt höchstgradig langweilig. So, das ist, das ist halt ein bisschen witzlos und die spannende Herausforderung ist doch, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die eben beides können und das integrieren. Und Menschen, die das schaffen und da kreative Lösungen vorhaben, da bin ich auch überhaupt kein Gegner von, dass die damit sehr viel Geld verdienen und ein sehr großes Vermögen anhäufen und das dann auch wieder, weil sie ja wahrscheinlich schon ein ähnliches Mindset da haben, auch wieder in genau solche Zwecke reinvestieren. Und darum geht es, glaube ich, eher. Und halt nicht zu sagen, nee, das geht nicht, weil das kann man so nicht machen und das frisst unsere Marge auf oder so, sondern zu sagen, okay, langfristig sind wir halt alle weg vom Fenster, wenn wir so weitermachen wie bisher. Deswegen müssen wir uns jetzt mal auf den Arsch setzen und uns überlegen, wie wir hier die nächsten 100 Jahre irgendwie rauskommen und vernünftige Grundlagen schaffen, dass Folgegenerationen auch mit dem Lebensstandard weiterleben können, den wir hier vorgefunden und kennengelernt haben. Und darum geht es uns, das aufzuzeigen und zu sagen, da müssen wir jetzt halt einfach mal ein paar Meter machen. Wie siehst du das spätestens seit Simon Sinek's TED-Talk über das Why? Haben wir ja eine große Diskussion um die Sinnfrage des Wirtschaftens. Was hältst du von dieser Diskussion, wenn jetzt große Unternehmen sich ein Why geben? Ja, ist halt die Frage, ob sie sich das geben und ob sie es wirklich leben. Also ich glaube, so ein paar Post-its mit wo Werte draufstehen, kann man sich schnell mal ans Flipchart klatschen und dann eine E-Mail in den Verteiler schicken und sagen, so, wir haben jetzt neue Werte. Also die Frage ist ja wirklich, wie wird das am Ende des Tages umgesetzt und wie kommt das von der Führungsebene im Rest des Teams an? Und da muss meiner Meinung nach noch eine ganze Menge passieren. Und Das Thema Greenwashing ist ja jetzt auch in aller Munde. Ich höre von vielen Unternehmen, die durchaus coole Sachen machen und auch viel Forschergeist da reinstecken, um Abläufe besser zu gestalten, Produkte nachhaltiger zu produzieren und so weiter. Aber viele Unternehmen sagen mir auch, ich sage, warum redet ihr da nicht drüber? Warum weiß das niemand? Dann sagen viele, oh nee, wir haben ja auch noch ganz viele andere Produkte, mit denen noch nicht alles so toll läuft wie mit diesem Produkt. Und wir wollen nicht dahin kommen, dass es heißt, wir haben diese Produktlinie auf den Markt gebracht, um Greenwashing zu betreiben. Ich erlebe da manchmal durchaus Unternehmen in einer gewissen Zwickmühle, dass sie sagen, nein, wir haben uns auf den Weg gemacht und wir kümmern uns, aber die Kommunikation dieser Themen finden wir wirklich richtig schwierig. Ihr seid jetzt ein Sozialunternehmen, ihr könnt über alles reden, ihr könnt das auch ganz, ganz frei und transparent machen, aber wie siehst du das für Unternehmen,
die halt noch nicht alles umgestellt haben und die durchaus auch noch sehr komplizierte, schwierige, nicht nachhaltige Themen haben. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass ein Unternehmen, was vielleicht auch schon 50, 60, 70 Jahre alt ist, vor ganz anderen Herausforderungen steht als wir, weil die Strukturen natürlich über die Jahrzehnte gewachsen sind und aufgebaut wurden. Und da kann man nicht einfach einmal den Schalter umklicken und sagen, so, jetzt machen wir es anders. Und ich glaube, das ist das Problem von vielen großen Unternehmen, dass sie vielleicht gewisse Trends in den letzten wahrscheinlich schon 20, 30 Jahren einfach verschlafen haben und doch eher den einfacheren Weg gegangen sind und jetzt eigentlich erst merken, wir müssen anfangen zu handeln. Und das ist natürlich viel, viel, viel schwieriger, von einem 2000 Meter hohen Berg erstmal wieder runterzulaufen, als jetzt zum Beispiel eine kleine Firma wie Goldeimer. Also wir konnten halt von Stunde Null an uns überlegen, wie wollen wir es machen und wie wollen wir es möglichst richtig machen und wie wollen wir uns aufstellen. Und wir hatten halt nicht erstmal noch einen Berg Altlasten, den wir erstmal abtragen mussten. Und habt auch keine eigene Fabrik, ihr lasst produzieren und konntet euch einen Produzenten suchen, der nachhaltiges Toilettenpapier auch anbietet. Trotzdem glaube ich, dass ihr ganz viele Erfahrungen auf dem Weg gesammelt hast. Hast du für unsere Hörer vielleicht ein paar Tipps, wie sie, wenn sie nun wirklich der Meinung sind, okay, wir haben es verschlafen, wir wollen aber trotzdem was bewegen. Wir können uns ja nicht dabei stehen bleiben, dass wir es verschlafen haben, sondern wir müssen was tun. Hast du Tipps für etablierte Unternehmen, wie sie ein Stück weit nachhaltiger wirtschaften können, um eben auch einen Unterschied machen zu können? Das ist immer eine schwierige Frage. Also ich erzähle am liebsten immer eher aus einem eigenen Erfahrungsschatz und Erfahrungswissen. Und ich habe halt noch nie in einer wirklich etablierten, alteingesessenen, großen Firma gearbeitet und dort an Transformationsprozessen mitgewirkt. Deswegen würde ich mir da jetzt nicht anmaßen wollen, dort so von der Seite so einen Tipp auszusprechen, was man denn jetzt mal besser machen könnte. Und ich glaube, vielleicht an der Stelle einfach wichtig, die wissenschaftlichen Fakten heranzuziehen und das Thema ernst nehmen und da dann auch wirklich versuchen, die Spielräume, die vorhanden sind, maximal auszureizen und in die richtige Richtung zu laufen. Aber was da jetzt konkret gemacht werden könnte, das ist, glaube ich, für jedes Unternehmen eine ganz eigene Herausforderung. Du hast einen Tipp eigentlich indirekt vorhin schon erzählt, den ich persönlich immer sehr wichtig finde. Du hast gesagt, ihr arbeitet mit Unis zusammen, mit Forschungsstellen zusammen. Ihr arbeitet auch mit Dixi-Klo zusammen. Ihr seid sehr umtriebig. Und ich komme ursprünglich aus einem Großunternehmen. Ich war bei Unilever. Das ist jetzt auch natürlich schon ein paar Jahre her. Aber da war es noch so, dass man mit niemandem zusammengearbeitet hat, also außer innerhalb des eigenen Unternehmens. Man hatte dann seine eigene R&D-Abteilung, die hat es dann halt gewusst. Wie wichtig findest du das Thema Kooperation und Zusammenarbeit und über den Tellerrand blicken? Und wie sehr, ja, ich höre immer noch wieder von Unternehmen, dass sie sagen, da geben wir zu viel Preis von unserem Wissen. Das können wir nicht machen. Wir können nicht mit Dixi zusammenarbeiten, dann wissen die ja unsere ganze Strategie. Ich glaube, ohne Kooperation geht es gar nicht. Also da kann man sich auch ein Beispiel an der Pflanzenwelt nehmen. Also die sehr stark kooperieren und verschiedenste Stoffe austauschen miteinander. Und so entsteht halt einfach ein gesundes Ökosystem. Und deswegen glaube ich, vor allem in dem Nischenbereich, in dem wir jetzt aktuell unterwegs sind, ist es wichtig, maximal zu kooperieren. Also wir arbeiten mit allen anderen Trockentoilettenanbietern zusammen. Wir haben einen gemeinsamen Verein gegründet. Wir treiben die Forschung gemeinsam voran und versuchen da einfach gemeinsam groß zu werden und gemeinsam zu wachsen. Und es wäre maximal kontraproduktiv, wenn wir jetzt anfangen würden, zum Beispiel für Veranstaltungen oder Produkte in so einen Unterbietungswettkampf zu treten und versuchen, die anderen in ein schlechtes Licht zu rücken, weil am Ende des Tages wird, glaube ich, der Kuchen für alle größer. Und das ist einfach eine schöne Erkenntnis, dass eben Zusammenarbeiten am Ende mehr bewirkt als gegeneinander. Und ja, da merke ich auf jeden Fall in unserer Bubble ein großes Bedürfnis und auch eine Erkenntnis, dass das langfristig besser funktioniert, weil man es halt im Kleinen und mit jeder Erfahrung, die positiv ist, die man mehr macht, merkt, okay,
das machen wir nochmal, das wiederholen wir nochmal. Das hat ja letztes Mal gut funktioniert und dann macht man mal ein kleines Netzwerk auf, man tauscht sich mehr aus, man tauscht Erfahrungswissen aus und am Ende profitieren eigentlich alle mehr davon. Gibt es ein Unternehmen, das du in Bezug auf soziales Engagement oder Nachhaltigkeit selber als Vorbild inspirierend findest? Also ich finde sehr inspirierend alle Unternehmen, die sich momentan mit dieser neuen Rechtsform auseinandersetzen, sehr spannend. Mhm. Also das Thema Verantwortungseigentum, wo ja der sogenannte Shareholder Value zerstört wird und wo sich die Unternehmen quasi auch unabhängig von der Geschäftsführung dauerhaft dazu verpflichten, ihre Gewinne immer wieder zu reinvestieren und dem Zweck zuzufügen und wo quasi das Stimmrecht und das Gewinnrecht voneinander entkoppelt sind. Das sind so Unternehmen wie Ecosia, wie Soul Bottles. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen wirtschaftlichen Hack. Also weil es gerade in meiner Generation sehr viele Leute gibt, die wollen gar kein Unternehmen gründen und das die nächsten 30 Jahre irgendwie aufbauen oder nach 5 Jahren für viel Geld verkaufen, sondern die wollen eigentlich ein sinnstiftendes Unternehmen aufbauen, aber vielleicht nach 5 oder 6 Jahren trotzdem nochmal was Neues anfangen. Und dieses Unternehmen, was sie gegründet haben, dann trotzdem in guten Händen wissen und wissen, das kann jetzt nicht irgendwann doch an einen multinationalen Konzern verkauft werden und dann wird die Marke doch irgendwie nochmal umformuliert und anders verwendet, als das die ursprüngliche Intention war. Das finde ich sehr inspirierend, dass da jetzt nach 140 Jahren auch im Koalitionsvertrag eine neue Rechtsform angebahnt wird, die einfach mehr Spielraum bietet. Ja, das ist doch sehr erfreulich. Da hat Arnim Steuernagel und Team ja auch sehr drum gekämpft. Aber es hat es ja tatsächlich in den Koalitionsvertrag geschafft, dass dort eine neue Rechtsform gebildet werden kann, die Unternehmen ermöglicht, ihr Eigentum so zu verankern, dass es halt eben nicht veräußert werden kann und dass das Unternehmen sich selber gehört. Finde ich auch ein Megathema. Und ich höre jetzt auch immer mehr Unternehmen und Unternehmer und Gründer, die sagen von Anfang an, ich gründe mich in dieser Rechtsform, ist auch noch einfacher, als sich nachher umzuwandeln. Und stell damit sicher, dass das Unternehmen eben nicht veräußert werden kann und nicht seinem ursprünglichen Zweck entfremdet werden kann. Macht natürlich sicherlich auch sehr viel Sinn, wenn ich einen Purpose habe, das auf die Art und Weise zu verankern, denn sonst ist der Purpose eigentlich ja nicht geschützt gegen die Schwankungen der Wirtschaftswelt und dem eventuellen Eigentümerwandel. Malte, jetzt haben wir einen riesen Bogen geschlagen. Wir haben ja mit den Trockentoiletten angefangen, übers Toilettenpapier, sind jetzt in der Wirtschaft und Wirtschaft neu denken gelandet. Wir hatten ja gerade den World Toilet Day am 19. November. Ich will den Kreis nochmal schließen, den wir hier im Gespräch gegangen sind. Was ist der World Toilet Day? Was findet da statt? Wer hat den initiiert und in welcher Form seid ihr daran beteiligt? Also den Welttoilettentag, den gibt es meines Wissens nach noch nicht mal 10 Jahre. Und der wurde ursprünglich von dem sogenannten Mr. Toilet, Jack Sim, aus Singapur, dem Gründer von der World Toilet Organization, initiiert. Eben auch mit dem Ziel, mediale Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken und zu sagen, hey, das ist doch eigentlich völlig absurd. Jeder Mensch muss jeden Tag auf Toilette gehen. Es ist ein tägliches Bedürfnis für alle Menschen auf der Welt und trotzdem ist dieses Problem noch immer nicht gelöst, dass es Menschen gibt, die keinen Zugang zu gesicherter Sanitärversorgung oder einer Toilette überhaupt haben. Und da müssen mehr Leute von erfahren. Und deswegen hat er halt eben diesen weltweiten Feiertag, den World Toilet Day, erfunden und ins Leben gerufen und quasi alle Organisationen und Personen und auch meinetwegen prominente Leute dazu aufgerufen, einmal im Jahr eben für die Toilette zu trommeln und zu sagen, hey, da ist was, das müssen wir anpacken, das ist überhaupt nicht an der Oberfläche, das wird überhaupt nicht wahrgenommen. Jeder nimmt es quasi für ein selbstverständliches Gut oder eine selbstverständliche Dienstleistung, auf die man täglich zurückgreifen kann. Und das ist aber nicht so und da müssen wir jetzt drauf aufmerksam machen. Und wir, also seit Gründung von Goldeimer ist das eigentlich so auch unser Geburtstag jedes Jahr. Also da feiert ihr mit.
wir machen dann halt so Sachen und rufen Leute über die sozialen Medien dazu auf, dass sie uns Klofis, also Selfies von der Toilette schicken. Wir machen dann da mit verschiedenen KünstlerInnen Klorikaturen draus, schicken die zurück. Wir haben uns auch schon mal in Hamburg für 36 Stunden in transparente Toiletten auf die Reeperbahn gesetzt, um darauf hinzuweisen, dass es eben sehr viele Menschen gibt, die gar keine Toilette haben und Open Defecation praktizieren müssen. Also viel, viel Aktivität und viel Trommeln rund ums Thema an diesem Tag, um da eben drauf hinzuweisen, ja. Malte, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Ein sehr spannendes Thema, über das uns alle betrifft, jeden Tag betrifft und über das trotzdem eigentlich so gut wie gar nicht gesprochen wird, weil es mit viel Scham belegt ist und weil man manchmal nicht mal die Vokabeln parat hat, um über das Thema adäquat sprechen zu können. Du setzt dich mit Goldeimer für eine gesicherte Sanitärversorgung ein, hier in Deutschland, aber euer Ziel ist auch weltweit da einen Unterschied zu schaffen. Mit Goldeimer Toilettenpapier habt ihr uns allen die Möglichkeit gegeben, an dem Projekt beteiligt zu sein. Und ich möchte hier nochmal explizit dafür werben, doch beim nächsten Toilettenpapier-Einkauf mal aktiv nach Goldeimer Ausschau zu halten. Denn wir haben heute gehört, welchen Unterschied wir damit machen können. Zum einen ist es recyceltes Papier, aber zum anderen, und das ist mindestens genauso wichtig, gehen die Gewinne, die aus diesem Toilettenpapier erwirtschaftet werden, in gemeinnützige Projekte rund um das Thema gesicherte Sanitärversorgung. Das heißt, wir haben auf einem sehr bequemen Weg die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten, wir alle. Und ich hoffe, dass jetzt ganz viele zuhören und doch nochmal beim nächsten Einkauf auf Goldeimer achten. Und euch wünsche ich weiterhin sehr, sehr viel Erfolg bei dem, was ihr tut. Und freue mich zu beobachten, wie Goldeimer seinen Zug weiter durch die Welt antritt. Herzlichen Dank, Malte. Vielen Dank und danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas für die eigene berufliche Praxis mitnehmen heute. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns an einen Freund oder eine Freundin weiter. Wir haben viele weitere spannende Folgen in Planung. Im neuen Jahr zum Beispiel freue ich mich auf Dr. Andrea Maibaum. Sie ist Direktorin der Kommunikationsberatung Finsbury Global Hering und wird uns über Herausforderungen und Erfolgskonzepte in der nachhaltigen Kommunikation berichten. Einschalten lohnt sich, denn hier spricht eine Praktikerin mit sehr viel Erfahrung und wertvollen Tipps für das eigene Unternehmen. Wir gehen jetzt in die Weihnachtspause mit dem Podcast. Die nächste Folge geht am 7. Januar on air. Ich freue mich, wenn ihr auch im neuen Jahr dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Und wenn ihr zwischen den Jahren ein bisschen Zeit habt, hört noch einmal in die eine oder andere Folge hinein. Tschüss und bis zum nächsten Mal.